Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Grüezi und herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag, heute aus Bonn. Ich stehe hier vor Münster und die zwei Steinköpfe erinnern an die beiden römischen Soldaten Cassius und Florentius, die bei einer Christenverfolgung ihr Leben gelassen haben. Und das ist unser Thema heute, verfolgte Christen. Ich bin hier in Bonn, weil ich einen Experten rund um das Thema Religionsfreiheit möchte besuchen, den Professor Dr. Thomas Schirmacher. Schon ein paar Mal haben wir in unserer Sendung von Menschen berichtet, die wegen ihrem christlichen Glauben verfolgt und diskriminiert worden sind. Die Problematik hat leider nicht abgenommen in der letzten Zeit. Im Gegenteil, sie ist sogar noch schlimmer geworden. Dramatische Bilder aus Syrien und dem Irak erreichen uns fast täglich. Die islamischen Extremisten vom IS haben Tausende von Christen und anderen Minderheiten bedroht, vertrieben und umgebracht. Diese Meldungen und Bilder gehen im Spätsommer 2014 um die Welt und sie schockieren. Mit ungeheurer Brutalität ermorden die Terroristen des Islamischen Staates IS alle andersgläubigen Menschen in ihrem Herrschaftsgebiet. Menschen, die nicht nach ihren radikalen islamistischen Vorstellungen leben wollen, müssen entweder konvertieren, flüchten oder werden getötet. Christen leiden besonders unter diesem Terrorregime. 2000 Jahre lang war die nordirakische Stadt Mosul für sie ein sicherer Ort. Mosul liegt gleich neben den Ruinen der biblischen Stadt Ninive. Jetzt gibt es dort zum ersten Mal in der Geschichte keine Christen mehr. Alle Christen sind aus Mosul geflohen. Niemand hilft uns. Wir bitten um Asyl in anderen Ländern. Wir wollen nicht weiter im Irak bleiben. Weite Teile des Iraks drohen zur christenfreien Zone zu werden. Wer es geschafft hat, hat sich in die noch sicheren Kurdengebiete im Nordirak gerettet. Der anstehende Winter verschärft die Situation. Schnee und Regen sind häufig. Geflohen sind sie in Sommerkleidern, leben in Zelten. Eine weitere humanitäre Katastrophe droht. Ich bin hier im Arbeitszimmer von Professor Dr. Thomas Schirmacher. Er ist unter anderem Direktor vom Internationalen Institut für Religionsfreiheit und er befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema Christenverfolgung. Guten Tag, Herr Schirmacher. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch. Guten Tag. Dass Christen verfolgt werden, das hat es im Laufe der Kirchengeschichte immer gegeben. Was ist das Besondere an der Situation in Syrien und im Irak jetzt? Es ist natürlich zum einen die unheimliche Brutalität, die wir selbst aus dem Römischen Reich so nicht gekannt haben. Und zum anderen, dass im Moment sich abzeichnet, dass in den Ursprungsgebieten des Christentums, im Nahen oder Mittleren Osten, das Christentum möglicherweise völlig ausstirbt. Man hat das Gefühl, so schlimm wie heute war es noch gar nie. Stimmt dieses Gefühl? Das muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite ist es nun offensichtlich, dass die Brutalität, mit der in einigen Ländern im Moment vorgegangen wird, tatsächlich ohne Beispiel ist. Aber im Bewusstsein der einheimischen Kirchen fängt die Sache allerspätestens im Ersten Weltkrieg an, 1915, Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, zu dem wir alle diese Länder gehörten, gibt es ein Massenmassaker unter Armeniern, unter Syrern und Millionen von Menschen kommen ums Leben. Und es ist in 100 Jahren immer wieder schubweise weitergegangen. Und das ist der Grund, warum auch in allen westlichen Ländern so viele Angehörige der orientalischen Kirchen leben. Warum hat sich denn das in den letzten Monaten so verschärft? Also ob man das wirklich erklären kann, sei mal dahingestellt. Aber das hat etwas mit dem Fundamentalismus zu tun. Wobei man jetzt nicht an Fundamentalismus denken darf im Sinne, dass jemand eine Wahrheit vertritt, sondern was uns, Beispiel Iran, so erschreckt, ist, wenn Menschen ihre Wahrheitsüberzeugung eben mit Gewalt, mit Zwang, mit Druck anderen aufzwingen wollen und nicht im Diskurs, im Gespräch, in der Diskussion verbreiten. Danke, Herr Schirmacher. Wir werden uns gleich noch weiter unterhalten. Zuerst zeigen wir Ihnen jetzt aber die Geschichte von einer syrischen Familie. Sie ist aus Chemischli und ist im Bürgerkrieg Opfer von Misshandlung und Verfolgung geworden.
Seit etwas mehr als einem Jahr hat sie in der Schweiz Zuflucht gefunden. Glaubensmässig gehören sie der syrisch-orthodoxen Kirche an und die gibt es auch in der Schweiz. Es ist Sonntag in Ardam zu Gazi. Afram und seine Familie freuen sich auf den Gottesdienst. Ich freue mich auf die Kirchengesänge und dass ich in der Kirche beten kann. Und ich freue mich, dass wir nach einem Jahr endlich wieder in die Kirche gehen können und darauf, Geschwister von meinem Volk zu treffen. Wir haben große Sehnsucht nach der Kirche in Kamischli. Der Ablauf ist Ihnen bekannt. Die Liturgie ist dieselbe wie in der Heimat. Vor der Heiligen Messe gibt's das feierliche Morgenlob. Die Familie kommt aus Kamischli, einer Stadt im Norden Syriens. Vor 4 Jahren lebten dort noch 90% Christen. Heute, nach über 3 Jahren Bürgerkrieg, sind die Christen eine Minderheit. Nach ihrer Flucht in die Schweiz wohnen sie erst in Flüchtlingsheimen. Heute in einer kleinen Baracke im Kanton Zürich. Afram erinnert sich an die Zeit vor dem Bürgerkrieg. Ich habe in einer großen Firma als Lastwagenfahrer gearbeitet. Das war eine gute Arbeit, die mir gefallen hat. Uns ging es gut. Die Kinder gingen in die Schule. Wir hatten ein schönes Leben in einer schönen Welt. Hatten alles, was wir brauchten und waren glücklich. Immer wieder gab es Straßensperren, an denen sie ausgefragt wurden. Am Anfang hatten wir keine Angst, denn es waren Männer aus der Region und wir dachten, sie machen die Umfragen fürs Regime. Als dann aber plötzlich fremde Männer mit langen Bärten und Schnurrbärten dort standen, haben wir angefangen, uns zu fürchten, uns zum Christentum zu bekennen. Dann wird der christlichen Bevölkerung in der Stadt einfach Strom und Wasser abgestellt. Und auch beim Einkaufen merken die Christen, dass sie nicht mehr alles bekommen. Wir wollten Brot holen und sie haben einfach gesagt, es hat kein Brot mehr. Was sollten wir tun? Wir trauten uns nicht, uns zu wehren. Aber es blieb nicht nur beim ungerechten Essen verteilen. Bald schon wurden die Christen in der Stadt beleidigt, beraubt und bedroht. Eine Bombe ist unter dem Laster explodiert. Dabei habe ich den Arm mehrfach gebrochen. Die Islamisten, die den Anschlag verübt hatten, haben mir die Schulter ausgerenkt und ich hatte eine große Wunde hier. Ich habe eine Menge Blut verloren und wurde bewusstlos. Die Bombe hat den ganzen vorderen Teil des Lastwagens zerstört. Und nun habe ich auf der ganzen rechten Seite Bombensplitter bis ins Gesicht. Mein Beifahrer hat auch nur knapp überlebt. Sie haben ihm den Bauch aufgeschlitzt und das Auge ausgestochen. Nach dem Überfall auf Afram hat sich alles verändert. Die Familie traut sich nicht mehr aus dem Haus und die Kinder können nicht mehr zur Schule gehen. Sie waren alle Zeit bereit zu fliehen. Wir haben uns abends gar nicht ausgezogen, sondern immer in den langen Kleidern geschlafen. Die Dokumente und Medikamente für die Reise waren in den gepackten Koffern bereit, damit wir immer gleich hätten flüchten können, wenn was passiert wäre. Um die Familie zu schützen, kam Afram nicht mehr nach Hause. Dass die Drohungen der Islamisten ernst gemeint waren, musste Tochter Mari am eigenen Leib erleben, als sie an einem Abend nur kurz über die Straße zu den Nachbarn gehen wollte. Ich habe die Tür aufgemacht und als ich nur einen Schritt aus der Tür war, kam ihr ein Auto entgegen und bremste. Ich dachte, die wollen bestimmt nach dem Weg fragen und ging zum Auto. Da ging aber die Tür auf und sie zogen mich rein. Im Auto haben sie mir die Augen und den Mund zugebunden. Ich saß zwischen 2 Frauen und vorne saßen 2 Männer, die Arabisch gesprochen haben. Ich wusste nicht, wer sie waren und auch nicht, wo sie mich hinbringen. Ich hatte solche Angst. Die Entführer schlagen sie, erst mit der Hand, dann mit dem Gürtel. Wo ihr Vater sei, wollen sie wissen. Hilflos blutend bleibt sie in einem Zimmer zurück. Als sie dann wieder reinkamen, haben sie mich gefesselt und gesagt, sie bringen mich zurück. Das habe ich nicht geglaubt und dachte, jetzt bringen sie mich um.
Nach 2 Tagen warfen sie Mari in der Nähe ihres Hauses auf die Straße. Als Mari wieder da war, habe ich sie in die Arme genommen. Aber alle Kraft hatte mich verlassen und ich konnte kaum stehen, so schwach war ich. Als erstes habe ich sie in die Badewanne gesteckt und wollte sie waschen. Da habe ich all ihre Wunden und blauen Flecken gesehen. Ihre Nase war gebrochen und ihr ganzes Gesicht geschwollen. Sie wollte, dass ich sie festhalte und nie mehr loslasse. Sie hat nur noch gezittert. Die Entführung hat Mari traumatisiert. Sie ging nie mehr aus dem Haus, bis sie in die Schweiz flüchten können. Hier in der Schweiz kann ich wieder rausgehen. Niemand kann mich hier packen. Hier bin ich in Sicherheit und muss mich von niemandem fürchten. Um 10 fängt die heilige Messe an. Mehr Leute sind gekommen. Auf die Frage, ob er denkt, dass Gott ihn im Stich gelassen hat, meint Afram überzeugt: Im Gegenteil. Genau dann habe ich Gott am meisten gespürt, als ich in Lebensgefahr war. Ich weiß, dass Gott einen Plan für mich hat und mich dafür gerettet hat. Auch Mari glaubt, dass Gott sie nie verlassen hat. Ich habe gespürt, dass Gott mit mir war und er hat mir geholfen, alles zu überstehen und wieder zurück zu meiner Familie zu kommen, ohne schlimmere Verletzungen, außer den Schlägen. Natürlich wird Gott mit uns sein, denn in Syrien, inmitten des Kriegs, war Gott mit uns. Und jetzt in der Schweiz, in Sicherheit, wird er auch mit uns sein. Mein Gesprächspartner ist der Professor Schirmacher. Er untersucht mit seinem Institut Religionsfreiheit. Herr Schirmacher, wenn Sie eine solche Geschichte sehen, kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, also mir kommt das sowohl bekannt vor, wenn ich in den Ländern unterwegs bin und mich mit den Flüchtlingen selber da unterhalte. Sehr viele ähnliche Geschichten mit sehr viel Tragik. Als auch hier in Deutschland, Schweiz, Österreich, wenn man also die Flüchtlinge, die hier angekommen sind, befragt. Die meisten haben ähnlich traumatische Erlebnisse. Keine andere Religion wird so stark verfolgt und diskriminiert wie die Christen. Stimmt das? Das muss man natürlich qualifizieren. Da muss ich als Wissenschaftler natürlich sagen, nach welchem Kriterium man geht. Geht man danach, wie viele sind im Gefängnis oder prozentual? Was man sagen kann, wenn man jetzt wirklich die brutalste Form von Gewalt nimmt, das heißt Abbrennen von Kirchen bis hin zum Verletzen von Menschen oder Umbringen von Menschen, dann ist es tatsächlich so, dass auch prozentual gesehen das Christentum, obwohl es so groß ist, weltweit im Moment am stärksten betroffen ist. Viele Menschen können ihren Glauben nicht frei ausleben, wie die Familie aus Syrien zum Beispiel. Was bedeutet denn Religionsfreiheit? Religionsfreiheit bedeutet, dass jeder nicht nur das Recht hat, einen persönlichen Glauben oder auch keinen Glauben zu haben, der Atheismus ist ja mit eingeschlossen, sondern dass er diese tiefste, innerste Überzeugung, die er hat, auch öffentlich praktizieren darf, öffentlich propagieren darf und ganz wesentlich, so im Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass er auch die Religion wechseln darf. Denn logischerweise ist die Freiheit, sich für eine Religion zu entscheiden, nicht da, wenn ich sie dann anschließend nicht auch wieder verlassen dürfte. Was sind denn das für Länder, in denen die Religionsfreiheit nicht gewährleistet ist? Ich denke, es gibt 2 große Gruppen, die alles anführen. Das eine sind Länder mit einem, ich habe schon gesagt, religiösen Nationalismus, in der also eine Religion allen anderen aufgezwungen werden soll. Das gibt es viel in islamischen Ländern, aber auch im Hinduismus, in Sri Lanka mit dem Buddhismus und so weiter. Und die zweite Gruppe, das sind die gewissermaßen Überreste der früheren kommunistischen Welt. China, Vietnam, Kuba, Länder, in denen alle Religionen aus Prinzip unterdrückt werden, obwohl auch da auffällig ist, dass das Christentum meist noch ganz besonders unterdrückt wird. An was scheitert es denn in islamischen Ländern neben dem Nationalismus? Ich würde sagen, schlicht und einfach an der Demokratie. Man muss sehen, die meisten Muslime, die in Religionsfreiheit leben, leben in demokratischen Ländern.
Das sind eben fast alles christliche, frühere christliche Länder, die heute Demokratien sind. Umgekehrt, die meisten Muslime leben eben in Ländern ohne Demokratie und damit eben auch ohne Religionsfreiheit. Das heißt, die Muslime selber haben erstmal keine Religionsfreiheit, selber eine Moschee ihrer Version aufzumachen. Und die religiösen Minderheiten werden dann zusätzlich unterdrückt. Demokratie und Religionsfreiheit, das hängt zusammen. Ist dann der Islam überhaupt demokratiefähig? Also er ist zumindest nicht demokratiefähig, wenn er bei der Theologie bleibt, die klassisch weltweit im Moment als bestimmend angesehen wird. Man muss aber deutlich sagen, Muslime selber sind durchaus fähig, Demokratie zu praktizieren. Und sehr viele Juristen und eben Nicht-Theologen sind dafür, das zu tun und haben das auch bewiesen. Es gibt Länder wie Mali oder Indonesien, die das eben zeigen. Und prinzipiell ist es auch nicht ausgeschlossen, die islamische Theologie entsprechend anzupassen. Nur die Leute, die das tun, bekommen halt keinen Fuß auf den Boden. Vielen Dank, Herr Schirmacher. Der Bericht über die äußerst brutale und heftige Verfolgung und Vertreibung der Christen und anderen Minderheiten in Syrien und im Irak haben auch in der Schweiz Menschen aufgerüttelt und bewegt. Aus diesem Grund hat es in der letzten Zeit einige Solidaritätsaktionen gegeben. Und bei einer sind wir dabei gewesen. Solidarität mit der leidenden Bevölkerung in Syrien und Irak. Dazu hat im September 2014 die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und die Evangelische Allianz zu einem Gottesdienst nach Bern eingeladen. Die in der Verfolgung und im Krieg leben. Ja, es ist Zeit, jetzt einmal zu zeigen, wie wichtig das gemeinsame Gebet ist, wie das uns alle betroffen macht, was passiert im Nahen Osten. Es ist eine grosse Katastrophe im Gang, wo wir hier erst langsam verstehen, wie gross die Katastrophe wirklich ist. Da gehen ganze Jahrhunderte, Jahrtausende von christlicher Geschichte in diesen Ländern zu Ende, wenn es so weitergeht. Und das muss man jetzt hier endlich beim Namen nennen. Rund 600 Christen aus allen Konfessionen sind dem Aufruf gefolgt. Es wird zusammen gebetet und geschwiegen. Auch Klagen und Ohnmachtsgefühle haben Platz. Man muss da nicht beschönigen und bei Gott irgendwie probieren, eine schöne Wahrheit zu finden, sondern wenn man verrückt ist, dann brüllt man. Wenn man traurig ist, ist man ruhig. Wenn man nichts mehr sagen kann, dann brüllt man. Und das ist wahrscheinlich die beste Form, wie man auch vor Gott steht. Das ist wirklich grausam. Und ich weiß, was geschieht, aber das genau zu schauen, ist wirklich unmenschlich. Und wenn man das zu viel sieht, wird man weniger menschlich. Der Erzbischof der syrisch-orthodoxen Kirche zeigt sich tief betroffen, warnt vor einem Völkermord an seinen Brüdern und Schwestern. Wir sind sehr traurig über diese dunklen und gefährlichen Neuigkeiten. Das ist eine Katastrophe, das ist ein Genozid für unsere Leute. Abschluss der Kundgebung bildet ein Kreis des Schweigens auf dem Rathausplatz. Ein Zeichen der Sprachlosigkeit, der Solidarität, aber auch des Protests. Solidarisch mit den Christen im Nahen Osten zeigen sich auch unzählige Facebook-Nutzer. Sie wechselten ihr Profilbild mit dem arabischen N aus. Es ist das Symbol für Christen im Irak. Sie mussten ihre Häuser damit kennzeichnen. Herr Schirmacher, Christen aus der Schweiz haben mit Solidaritätsbekundungen auf die Situation im Nahen Osten reagiert. Sie repräsentieren auch die weltweite Evangelische Allianz. Was geschieht da? Also auf internationaler Ebene geschieht ökumenisch so viel wie noch nie zuvor. Die weltweite Evangelische Allianz arbeitet sehr eng mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen und der katholischen Kirche, dem Vatikan, zusammen. Das sind zusammen 95% der Weltchristenheit. Und wir planen sowohl die innerchristliche Solidarität, aber sind auch sehr intensiv an den politischen Beziehungen und Fragen dran. Morgen werden Sie zum vierten Mal zum Papst reisen. Was kann ein solches Treffen bewirken? Zunächst mal ist das wichtig, dass wir Solidarität untereinander haben. Es hat viel zu oft Spannungen zwischen den Kirchen in den Ländern gegeben. Und dann ist es auch wichtig, dass wir der Politik gegenüber mit einer Sprache sprechen. Eines von den Ländern, wo ein Religionswechsel nach wie vor schwere Konsequenzen hat, ist der Iran. Das hat auch der Hamid erlebt. Seit einigen Jahren wohnt er darum in der Schweiz. Aus seiner Heimat hat er flüchten. Der einzige Grund, er ist konvertiert. Seit 1979 ist der Iran eine islamische Republik.
Mit brutalem Terror und Massenhinrichtungen drückt damals Khomeini die islamische Revolution durch. 98% der Bevölkerung sind Muslime. Hamid ist in Teheran in einer muslimischen Familie aufgewachsen. Seit seiner Flucht lebt er in der Schweiz. Die orientalische Sammlung im Historischen Museum in Bern weckt Erinnerungen an seine Heimat und seine Kindheit. Seine Familie vermisst Hamid hier auch am meisten. Meine Mutter, meine Geschichte, vor allem meine Familie. Ich vermisse sie sehr. Seit fast 7 Jahren habe ich sie nicht gesehen. Hamid ist 11 Jahre alt, als sein Vater stirbt. Er muss früh arbeiten. Als junger Mann beschäftigt er sich intensiv mit dem Islam, besonders auch mit der Geschichte der Islamisierung des Iran. Viele Iraner wurden umgebracht, weil die Islam nicht akzeptieren wollten. Viel zu viele Bücher wurden angezündet, weil die haben über Islam geschrieben. Viele Frauen wurden vergewaltigt, weil die Islam nicht akzeptieren möchten. So sind Iraner Muslim geworden, einfach mit Gewalt. Später als Student an der Uni in Teheran lernt Hamid 2 Christen kennen. Er kommt mit ihnen ins Gespräch. Die haben mir erzählt, wer Jesus war. Das hat mich sehr gefallen. Dann haben wir weiter darüber geredet, bis ich Jesus gut kennengelernt habe. Hamid ist kein Einzelfall. Trotz großem Druck wächst die Zahl der Christen im Iran. Schätzungen zufolge ist die Zahl der Christen auf zwischen 300.000 bis 1 Million angewachsen. Sie treffen sich heimlich in Untergrundkirchen. Wer erwischt wird, zahlt einen hohen Preis. Laut Verfassung ist es bei Todesstrafe verboten, zum christlichen Glauben zu konvertieren. Hamid wird selber Christ. Damit geht er im Iran ein großes Risiko ein. Im Christum habe ich gelernt, dass ich frei bin. Ich will diese Freiheit nie aufgeben, egal ob ich sterbe oder nicht. Und ich bin sicher, dass mein Gott, Jesus Christus, immer bei mir ist und das schützt mich. Ich werde meine Glauben nie aufgeben. Jesus ist gestorben, um uns zu retten. Das hat mich viel gefallen. Jemand stirbt wegen meiner Sünde. Jemand stirbt, dass ich lebendig bleiben kann. Hamid diskutiert seinen neu gewonnenen Glauben öffentlich. Er verteilt Flugblätter an der Uni. Die Aktivitäten fallen auf. Der Zutritt zur Uni wird ihm von der Polizei verboten. Eines Tages erhält er die Nachricht, dass er sich innerhalb 24 Stunden bei der Polizei melden soll. Hamid hat Angst. Er entschließt sich, vor der drohenden Verhaftung zu fliehen. Ich habe nur meine Mutter Ciao gesagt. Ich konnte sie sogar nicht umarmen. Eine Hose, 2 Socken, so etwas habe ich genommen. Und bin ich sofort raus. Hamid gelingt die abenteuerliche Flucht über die türkische Grenze. Er will nach Amsterdam. In Basel wird er im Zug entdeckt, kommt kurze Zeit ins Gefängnis. Er entscheidet sich, in der Schweiz Antrag auf Asyl zu stellen. Das war 2008. Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung gehabt, wie es mein Leben weiter aussehen wird. Ich wollte einfach mein Leben retten. Sein erstes Asylgesuch wird 2009 abgelehnt. Es war sehr traurig. Ich dachte, ich kann in der Schweiz bleiben. Ich habe meine Familie verloren, mein Land, alles, was ich hatte. Jetzt musste ich auch Schweiz verlassen. Und wenn ich nach Iran gegangen wäre, iranisches Regime hätte mich aufgehängt. So bin ich im Iran beurteilt. Tot. Freunde setzen sich für Hamid ein, damit er bleiben kann. So zum Beispiel auch der Berner Politiker Daniel Zink. Mit seiner Organisation ASEBA unterstützt und begleitet er den Iraner seit vielen Jahren. Als Schweizer haben wir ganz klar auch die Aufgabe, den Verfolgten zu helfen. Das ist ein humanitärer Auftrag,
Das ist natürlich auch ein christlicher Auftrag. Man hilft den Leuten, die verfolgt werden, eigentlich egal, was für einen Glauben das sie haben. Das ist eine masslose Ungerechtigkeit. Der Hamid ist leider kein Einzelfall. Sondern wir haben sehr viele Anfragen bekommen von Christen, von verfolgten Christen hier in der Schweiz. Daniel Zink setzt sich für Flüchtlinge ein, macht aber auch die Erfahrung, dass einige eine Verfolgungsgeschichte als Vorwand benutzen. Weil sehr oft kommen die mit Geschichten an, die ihnen aber schon beigebracht worden sind in ihrem Land. Und das ist schwierig. Die Geschichten tönen immer herzzerreissend. Und erst wenn man mit diesen Leuten ein Stück weit zusammenlebt, ihr Leben hier in der Schweiz kennenlernt, dann merkt man plötzlich, wow, da stimmt etwas nicht. Oder man sagt, doch, das sind echte Flüchtlinge. Und ich habe seine Foto auch. Hamid sagt Daniel Zink Fotos von verfolgten Christen. Die Situation im Iran ist nach wie vor brisant. Nach Angaben der UNO ist der Iran das Land mit den meisten Hinrichtungen der Welt. Haben die eine Chance, wieder rauszukommen? Nein, Schwierige. Es friert dich, wenn du das siehst. Es ist traurig, weil die sind jemand wie ich. Ich hätte Chance, rauszukommen. Aber es ist eigentlich hart, wenn man das so sieht. Der Glaube kostet etwas hier. Er kostet Hamid etwas. Hat Glück. Ihm ist die Flucht gelungen. Seit Januar 2014 hat er die F-Bewilligung, vorläufige Aufnahme. Er arbeitet bei einer Fastfood-Kette, sucht aber eine Lehrstelle. Seit kurzem ist er mit einer Iranerin verheiratet, die er in der Schweiz kennengelernt hat. Ich möchte gerne eine neue Familie aufbauen, arbeiten, mich besser integrieren, besser Deutsch sprechen, möglicherweise eine Ausbildung zu machen. Und bin dankbar, dass sie mich hier diese Bewilligung gegeben haben. Im Beitrag haben wir gesehen, dass sich Christen einsetzen für diesen Hamid. Setzen sich denn Christen vor allem für Christen ein? Also wenn Christen die Begründung der Religionsfreiheit aus ihrem Glauben richtig verstanden haben, setzen sich für alle ein. Gott will keinen Zwang in Glaubensfragen und die Religionsfreiheit ist eine unteilbare Größe. Die haben alle oder sie hat keiner. Und deswegen ist es ganz wichtig, aber auch die Realität, dass sich Christen weltweit für Atheisten, für Muslime, die ja auch in Ländern verfolgt werden, und überhaupt für alle Menschen einsetzen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Sind denn Flüchtlinge wie Hamid sicher, wenn sie dann im deutschsprachigen Raum sind? Leider nicht immer. Es gibt Länder, wo dann ihre Familien versuchen, ihnen nachzustellen. Es gibt Länder, wo die Geheimdienste hinter ihnen her sind. Aber am gefährlichsten ist inzwischen, dass wir in unseren Ländern eine zunehmende Zahl von Islamisten haben, die sich nicht nur radikalisieren lassen, in den Irak oder nach Syrien zu ziehen, sondern eben auch hier sich an Christen zu rächen. Und diese Thematik ist ernst zu nehmen und ist nicht nur von den Medien hochgespielt. Ganz im Gegenteil. Die Medien haben das ja erst vor kurzem entdeckt. Die Tragik von Flüchtlingsheimen, wo Christen unter Muslimen leiden und so weiter, die ist schon lange intern bekannt. Da wird noch einiges nachkommen. Die ganze Thematik ist ziemlich deprimierend. Sehen Sie trotz allem auch eine positive Entwicklung? Ja, ich sehe einige positive Entwicklungen, ohne die die Lage weltweit sicher noch viel schlimmer wäre. Es sind zunehmend Staaten, die erkennen, dass Artikel 18 der Erklärung für Menschenrechte, Religionsfreiheit ein wichtiges Menschenrecht ist. Lange ist das so als Wurmversatz mitgelaufen. Und dass, wo es keine Religionsfreiheit gibt, es keine Demokratie und keine Freiheit überhaupt gibt. Vielen Dank, Herr Schirmacher, für dieses interessante Gespräch. Herzlichen Dank. Wir sind am Schluss von unserer Sendung. Der Herr Schirmacher hat das Buch geschrieben zu unserem Thema «Christenverfolgung heute». 10 Exemplare verlosen wir, wenn Sie gerne eins möchten haben. Dann schreiben Sie uns bis am nächsten Donnerstag mit dem Stichwort «Christenverfolgung» und nehmen Sie so an der Verlosung teil. Nicht weniger dramatisch wird es mit Rudi Oseran nächste Woche. Sein Thema dann «Meine Eltern gekidnappt und ermordet». In 2 Wochen begrüße ich Sie wieder, dann mit einer ganz jungen Co-Moderatorin. Es geht um Kinderfragen nach Gott. Das wär's gsi. Schön sind Sie dabei gsi und auf ein anderes Mal. Ade miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten.